Er ist einer der prominentesten Immunologen und Regierungsberater der USA, Anthony Fauci. In einer Videoanhörung des Senats warnte er gestern vor einer übertrieben schnellen Rückkehr zur Normalität. Im schlimmsten Fall könne keiner den nächsten Corona-Ausbruch kontrollieren, dann auch mit möglicherweise noch schlimmeren Folgen für alle Lebensbereiche der Amerikaner. Seit dieser Woche wird gezählt am Times Square, die Menschen, die Donald Trump auf dem Gewissen hat. So sehen es zumindest die Macher der sogenannten Trump-Todesuhr. Ihre Anklage, der US-Präsident hätte Zehntausende Tote verhindern können. Jede Sekunde zählt und jedes Leben zählt. Die Frage ist, Mr. President, warum haben Sie gezögert? Hätte er bereits am 9. März gehandelt anstelle vom 16. März, hätten 60% der amerikanischen Opfer vermieden werden können. Dieser Rechnung nach wären das rund 50.000 der momentan offiziell knapp 83.000 Toten. Die tatsächliche Zahl dürfte noch einmal deutlich höher liegen, erklärte jetzt Anthony Fauci, einer der medizinischen Topberater des Präsidenten, per Videocall im US-Senat. Gleichzeitig warnte er vor einem überstürzten Zurück zur Normalität. There is a real risk. Es gibt ein großes Risiko, dass wir einen erneuten Ausbruch auslösen, den wir nicht in der Lage sind zu kontrollieren. Tatsächlich würde das nicht nur mehr Leichen und mehr Tote bedeuten, sondern auch einen enormen Rückschlag für die Erholung der Wirtschaft. Ein Satz, der möglicherweise auch Donald Trump galt, der weiterhin aufs Tempo drückt, was die Öffnung des Landes angeht. Ein Weg, der auf den Straßen zwar viele Unterstützer findet, den die Mehrheit der Amerikaner aber laut Umfragen weiter ablehnt. Und das, was Anthony Fauci da gesagt hat, das dürfte dem amerikanischen Präsidenten Trump gar nicht gefallen, Nancy Lanzendorfer in Washington. Ja, bisher hat er aber noch nicht darauf reagiert, soweit ich das gesehen habe. Aber seine Pressesprecherin auf der jüngsten Pressekonferenz im Weißen Haus, die hat immer wieder auf Dr. Fauci verwiesen. Denn das Weiße Haus weiß, glaube ich, ganz genau, dass Dr. Fauci großes Ansehen genießt. Laut einer aktuellen Umfrage glauben 67% befragter Amerikaner, wenn es um Fragen zum Coronavirus geht, Dr. Fauci und nur 36% Donald Trump. Ob aber jetzt Donald Trump oder die Gouverneure der US-Bundes Staaten auf die Warnungen von Dr. Fauci hören, das muss ich erst noch herausstellen. Wir haben das Phänomen in den Vereinigten Staaten, dass die Todeszahl weiter nach oben geht, von bis zu 150.000 ist jetzt sogar die Rede. Der Druck auf der Straße wird größer, ein Präsident, der auch lockern will, das passt aber alles nicht zusammen. Wohin geht die Entwicklung? Ja, Dr. Fauci sagte ja im Kongress bzw. von zu Hause, aber zugeschaltet eben zum Kongress, dass es eben auch um eine Art Spagat gibt. Das haben wir auch in den letzten Tagen oft gehört. Also um einen Spagat, es soll der Wirtschaft besser gehen, aber eben natürlich auch den Menschen. Donald Trump beispielsweise, er will, dass die Wirtschaft so schnell wie möglich wieder eröffnet wird, weil er natürlich ganz genau weiß, dass eine gute Wirtschaftslage gut für seine Chancen bei der nächsten US-Wahl im November sind. Aber man muss auch dazu sagen, die Arbeitslosenzahlen sind auf einem Rekordniveau, könnten im nächsten Monat sogar noch schlimmer ausfallen. Nicht jeder bekommt Arbeitslosengeld oder auch Zuschüsse. Es sind Existenzen bedroht, Jobs kommen vielleicht nicht wieder zurück. Also man versucht, einen Spagat hinzubekommen. Sag mal, Nancy, Elon Musk, ist der eigentlich noch auf freiem Fuß oder haben Sie den schon mitgenommen? Weil der hat ja gegen das Gesetz seine Firma, seine Tesla-Firma wieder in die Produktion geschickt. Ja, genau. Also das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass die Behörden, gegen deren Vorschriften er eigentlich verstoßen hat, insofern, dass er wieder produzieren lässt in seinem Werk, die haben gesagt, die werden sich die Pläne zur Wiedereröffnung des Werkes anschauen. Und dann hofft man erstmal, dass man sich einigen kann, bevor die Lage, die Situation weiter eskaliert. Und wie wir auch gehört haben, hat ja Elon Musk damit gedroht, am vergangenen Wochenende sein Werk zu verlegen, eben in einen anderen Bundesstaat. Und es hört sich so an, als ob er schon mit Texas spricht. Tatsächlich. Nancy, danke schön nach Washington.